Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr dabei seid oder dass ihr neu dazugekommen seid. Und ich möchte mich herzlichst bei euch bedanken, die mir ein Like dalassen, die mich unterstützen mit Kommentaren oder auch das Video teilen. Vielen, vielen lieben Dank. So unterstützt ihr mich, dass ich mehr gesehen werde und ja, damit ich bei mehr Menschen angezeigt werde. Das ist für mich natürlich sehr wertvoll und vielen Dank dafür. Ich wollte heute nochmal die Liebesenergien anschauen, da das, glaube ich, für uns alle momentan sehr wichtig ist. Sonst würde es nicht immer rausfallen. Dachte ich mir, ich gehe jetzt mal einfach ein bisschen intensiver in diese Thematiken auch rein, solange wie sie uns angezeigt werden. Es wird schon einen Grund haben. Und Liebe ist nicht alles in dem Sinne, aber andererseits ist alles wieder Liebe oder es sollte so sein und in dem Fall passt es dann doch wieder. Ich werde jetzt einfach mal reinschauen, was sind unsere Liebesenergien aktuell und was wollen uns die Karten sagen. Gut, lieber Gott, ich bitte um Botschaften fürs Kollektiv zum Thema Liebe. Also Gott, ja. Gleich so viele. Naja. Ich habe heute eine Duftkerze angemacht. Ich habe die geschenkt bekommen von einem Kollegen. Da sind wir irgendwann mal drauf gekommen, dass wir Kollegen sind, auch energetischer Heiler und Kartenleger. Und das hat mich so gefreut und die duftet so wunderschön. Schade, dass ihr das nicht riechen könnt. So. Ich denke gerade an dich. Ich liebe dich. Sexuelle Vereinigung, respektiere den Ort im anderen, wo ihr beide eins seid. Balance, eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderungen zugleich. Hingabe, lass los, alles wird gut werden. Ah ja, was ist denn da los bei euch? Also, die schon jemand haben oder bei denen, die schon wissen, welcher Verehrer an sie denkt. Der sagt gerade hier, ich denke gerade an dich, ich liebe dich, ja. Der liegt im Bett, der liegt auf der Couch, auf dem Rasen beim Baden oder sonst irgendwo. Und der sagt, ich liebe dich, ich denke an dich und du gehst mir nicht aus dem Kopf. Ja, die wollen natürlich auch Leidenschaft mit euch leben, ist klar. Das gehört aber auch in einer, sage ich jetzt mal, guten Partnerschaft auch dazu. Und wenn man sich neu kennenlernt, dann ist dieses Feuer und dieses Ganze sowieso nochmal eine ganz andere Sache. Und das soll ja auch so sein. In dem Fall ist es einfach so, der Rat von den Karten, eine Balance hinzubekommen. Ja? Wenn ihr schon mittendrin seid in dem Ganzen und ihr seid hier gerade voll in eurem Feuer, voll in eurem Element, ja, ihr seid schon, ihr kennt euch schon, ihr seid schon mitten in diesem Ganzen, dann raten euch die Karten aufzupassen, dass ihr Knoten im Mund, die Balance versucht zu halten, denn das hier kann ganz schnell ein Strohfeuer sein. Das kann ganz schnell sein, dass man sagt, okay, das war jetzt eine ganz intensive Zeit und dann ist es aber verbrannt, verloschen. Und deswegen versucht, eine gewisse Balance hinzubekommen. Und wenn ich auch immer sage, ich habe es nicht so mit Spielchen, aber Spiele und Spiele gibt es unterschiedlich. Das eine sind Psychospiele, davon rate ich euch dringend ab. Und das sind hier so Spiele, so in die Leichtigkeit hinein, ja. Du kriegst mich nicht, so in die Richtung. Und das sind so dass ein bisschen Leichtigkeit reinkommt, dass es nicht sich nur auf das Sexuelle geht oder dass es nicht nur auf dieses Feuer geht, das ihr lebt, sondern dass es noch andere Dinge auch gibt und dass man da auch ein bisschen entschleunigt und diese Energie nicht, dass sie verpufft, einfach ein kleines bisschen nach unten regelt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Für die, die Angst haben, dass diese Partnerschaft
wieder nichts wird oder das kann ja wieder nichts werden, weil die anderen sind verpufft, ja? Denen soll ich sagen, lass los, alles wird gut werden. Also gib dich dem schon hin. Das ist alles gut, so wie es ist. Nur schau, dass diese Balance da ist, ja? Und vielleicht auch so ein bisschen hineinfühlen. Was ist deine Aufgabe in diesem Spiel des Lebens, ja? Bei eurer Partnerschaft, bei eurem neuen Mann. Oder für die, die schon einen Partner haben, wo gerade mal wieder so eine Phase war vielleicht, wo du sagst, oh, die war jetzt aber intensiv. Das ist immer so wellenförmig, ja, auch in einer bestehenden Partnerschaft. Dann schau einfach, dass du so eine Balance hinbekommst und vielleicht ist das einmal eine zu viel und das andere einmal zu viel, der Rückzug zu viel und einmal dieses Feuer zu viel, dass ihr schaut, dass er so eine Balance hinbekommt, wo man dann auch gut sich einstimmen kann aufeinander. Wobei ich jetzt auch sagen muss, manchmal ist einfach mal Power in der Beziehung, das muss ja nicht immer nur sexuell sein, ja, mal so ein bisschen Power in der Beziehung auch nicht verkehrt, dass man einfach ein bisschen Pep reinbringt, ja. Aber seid euch gesagt, lasst es los, es wird alles gut werden. Also Gott hat es schon im Griff, das läuft schon so, wie es sein soll. Ja, macht euch keine Sorgen, keine Gedanken. Klar, wenn man natürlich sagt, bis jetzt waren es immer so Reinfälle, Strohfeuer hier, ja, dann kann ich diese Gedankengänge natürlich nachvollziehen. Die sind ja menschlich. Und ich gehöre nicht zu diesen Personen, die immer sagen, ach komm, bitte Licht und Liebe und lasst uns die Einhörner bitte alle rufen, die machen jetzt hier bunte Konfettis. Ich weiß sehr wohl, dass das Leben ein bisschen anders läuft und laufen kann, nicht immer, so also Gott sei Dank, aber auch anders laufen kann. Deswegen weiß ich das sehr wohl, aber lasst's los hier, gell? Es wird alles gut werden, das ist alles Gott geführt. Die anderen Legungen, die vorangegangenen Legungen, waren auch immer wieder, wenn das ihr kennt, dann wisst ihr, das sind schon wieder die Nachfolgelegungen quasi. Und die es noch nicht angesehen haben, schaut mal die Vorgänger-Videos an. Da könnten vielleicht wichtige Informationen für euch drinnen sein, denn da geht es auch darum, ihr seid behütet und beschützt von Gott. Ja, es ist alles geführt von Gott. So, das ist ja mal eine tolle, starke Aussage. Tja, eigentlich braucht man gar nicht viel mehr, aber ich habe viel zu viel Lust, jetzt noch weiterzulegen und ich möchte noch ein paar Informationen haben zu diesem Ganzen. Vielleicht gibt es noch zusätzliche Informationen für euch, wo ihr sagt, ah ja, da finde ich mich jetzt wieder oder das sind tolle Impulse, damit kann ich was anfangen und kann meine Partnerschaft ein bisschen anders sehen oder dieses ganze Neue oder auch wenn es schon eine gefestigte Partnerschaft ist, mit anderen Augen noch mal sehen, ja? Lieber Gott, ich bitte um zusätzliche Karten zu dem Thema. Zu dieser Überschrift, die wir jetzt hier haben, möchte ich noch mal zusätzliche Karten. Die möchte raus fürs Kollektiv. Ah ja, die ist gehüpft. Und jetzt schaue ich noch einmal. Okay, die und die wollte noch raus. So, dann schauen wir doch mal, was kommt da? Ah ja. Machen wir das mal so, das Ganze. Machen wir das hier, ist die Überschrift, ja. Ich finde, das hier ist so passend zusammen, gell? Ich denke an dich und diese, vielleicht denkt er auch und möchte mit euch gerne einen Schritt weitergehen. Ja. So, also, ihr Lieben, wow, was sind das für tolle Karten? Oh, mein Zeigestab, ich vergesse das immer, nach wie vor. Also, ihr seid hier in einer Situation, einer schwierigen Situation, in einer Krise, in der ja vielleicht schon länger Single seid, ja, und euch einfach einen Partner wünscht und auch auf der Suche irgendwie seid, ja, eine Möglichkeit seid, dass ihr dieses Leben hier leben könnt. Und ihr seid da schon teilweise auch schon sehr lange drinnen. Und ich soll euch mitteilen, dass das jetzt ein Ende hat. Wenn ihr in einer Partnerschaft wart oder seid, die nicht so toll war, dann wird sich da jetzt was lösen. Die Masken werden fallen.
Also, wenn ihr hier so eine Hin- und Her-Geschichte habt, ich sage immer Wischiwaschi, denn nichts Ganzes und nichts Halbes, ja, eine Affäre oder ja, eigentlich liebe ich dich ja, aber die Umstände, die lassen das alles nicht zu. Keine Ahnung, Fernbeziehungen, ich mag keine Fernbeziehungen oder was auch immer. Ja, diese Themen, das wird sich jetzt auflösen. Da kommt jetzt Schwung rein, da kommt jetzt, das fängt jetzt an zu fließen, zu laufen. Und zwar in Richtung Wunscherfüllung. Ihr seid momentan noch an einem Punkt, ihr seht gerade nicht, ihr wisst zwar, wo ihr hin wollt, und zwar, das ist diese Verbindung hier, diese Vereinigung, ja, diese Heilige. Da wisst ihr schon, wo ihr hin wollt, aber ihr wisst nicht, wie ihr dahin kommt und schon gar nicht, wie ihr zusammen dahin kommt. Ja? Der eine steht da, der andere steht da und eigentlich wisst ihr nicht, wie komme ich dahin. Und ich sage euch, durch Kommunikation. Ihr werdet es nur schaffen, indem ihr euch anschaut. Die schauen sich hier alle nicht an. Ne? Ihr seht das, der eine Blick geht da, der andere Blick geht da. Man weiß emotional, man möchte gerne dahin, aber man findet den Weg nicht. Und da sage ich euch, schaut euch an und fangt an, geht in die Kommunikation. Erzählt euch gegenseitig, was ihr fühlt, was ihr empfindet und bietet dem anderen Unterstützung an, wenn der noch nicht so weit ist oder noch keine Lösung findet. Also wenn es wirklich darum geht, dass ihr sagt, ihr seid in einer Fernbeziehung, ja. Also das gibt einige, die haben eine Fernbeziehung oder da ist das eher weiter auseinander. Man kann sich nicht ständig sehen. Ja, das zeigt mir hier, dass man viel kommuniziert über WhatsApp oder Telegram oder ich weiß nicht, ja, welche Möglichkeiten telefoniert oder so. Manche, soll ich gerade sagen, sind auch, oh, jetzt kommt gleich, jetzt kommen hier gerade Energien hoch, sind sehr stark miteinander verbunden. Past Life, soll ich euch sagen, ja. Ihr seid aus der Past Life Geschichte heraus, habt euch heute hier und jetzt wieder, seid ihr wieder euch begegnet und jetzt wisst ihr nicht so ganz damit umzugehen, denn die Energien und die Gefühle sind so, so stark, ja, so stark. Und ihr sagt eigentlich, dass das eigentlich ist das nicht machbar. Ihr sucht nach dem Haar in der Suppe, ja. Und diese Partnerschaft oder diese Energie, die ihr da spürt, die ist aus der Vergangenheit. Also ja, ihr kennt euch aus der Vergangenheit. Vielleicht habt ihr sogar schon mehrere Leben miteinander gehabt. Und ihr habt euch in diesem Moment wieder erinnert. Und ihr seid jetzt völlig durcheinander, weil ihr nicht mit diesen Energien oder mit diesen Gefühlen umgehen könnt, weil ihr nicht wisst, wie kann ich das einschätzen, ja? Ihr seid hier, ihr irrt hier so ein bisschen umeinander, emotional und vom Kopf her. Ihr habt da so ein Kopfkino, das so ein, ne, kennt ihr das, wenn die Gedanken kreisen, wie so ein Karussell? Sowas ist das jetzt bei euch. Und letzten Endes bleibt euch nichts anderes übrig, als euch mitzuteilen und eine Lösung zu finden. Miteinander eine Lösung finden. Wie geht's weiter? Wo wollen wir hin? Oder aber auch, vielleicht gibt es Wege, dass man dann vielleicht mal über eine Freundschaft geht. Oder dass man über, ne, dass man sagt, man muss erst mal gucken, wie harmoniert man. Da ist jeder anders. Die einen, die schmeißen sich, die werfen sich voll Gas rein ins Geschehen und sagen, okay, nach mir die Sintflut, ja, ich nehme jetzt alles mit, das ganze Gefühl rauf und runter. Ich werfe alles rein. Und dann schaue ich, was passiert. Und die anderen sagen, oh, ich bin einmal ein bisschen zurückhaltender. Und ja, so. Schaut einfach, was für euch gerade passt. Aber was ich euch sagen kann, Past Life. Ja, das ist auf alle Fälle eine vergangene, erkennt euch aus der Vergangenheit. Und deswegen sind die Gefühle und das ist alles so intensiv, die Anziehung. Für die, die noch keinen haben und sagen, ah, liebe Daniela, ich habe niemand, soll gesagt, das ist das, was auf euch zukommen wird. Es wird ein Mann auf euch zukommen, den ihr aus der Vergangenheit, aus dem vergangenen Leben kennt. Vielleicht auch tatsächlich welche mit einem Ex-Mann, Ex-Partner oder Partnerin, ne? Und das ist auch so durchaus möglich.
dass ihr hier aus einer wirklich schlechten Situation herauskommt. Masken werden fallen gelassen. Ihr merkt auf einmal, oh, also ich liebe dich immer noch und ich kann es einfach nicht ohne dich, ja, weil wir gehören einfach zusammen. Dann ist das auch nochmal eine gottgeführte Situation. Da werden aber die Masken fallen müssen. Also da, wo es einer oder im besten Fall beide die Masken fallen lassen und hier sagen, hier, das empfinde ich für dich. Ich denke die ganze Zeit an dich und ich möchte mit dir neu anfangen. Ja, das für einige von euch ist das auch eine Richtung. Genau. Jetzt schauen wir mal noch. Ich will noch weiterlegen. Ich möchte zu dieser Information noch Zusatzkarten. Lieber Gott, gibt es noch Zusatzkarten zu diesem Thema? Ich bitte um einen Stopp oder das Karten. Fallen und gezeigt werden. Naja, muss jetzt wieder raus. Diese. Gibt es noch Karten? Okay. Und eine würde ich gerne noch. Eine. Gibt es noch eine? Diese noch. Okay. Bin ich ja mal gespannt. Entschuldigung, ich muss schnell was trinken. Ich habe so ein bisschen Reizhusten. Nicht stark, aber immerhin. Ah, ja, ist immer wieder schön, wenn die Karten dann nochmal das bestätigen. Wobei Zusatzinformationen auch immer gut sind. Aber in dem Fall, also meistens, bei mir ist es meistens so, dass nochmal alles bestätigt wird. Also die Sache mit dem Ex-Freund, ja, wird nochmal hier gezeigt, der Rückzug. Und er schaut aber drauf und sagt, das will ich nicht. Also jemand, der jetzt sagt, ich hätte gerne meinen Ex-Mann wieder oder meinen Ex-Ex oder wann auch immer wieder zurück oder denkt er auch an mich oder ja, er denkt an dich. Und da wird auch jetzt in Kürze was geschehen, dass er auf dich zukommt oder dass es wird in Kürze wirst du das erfahren. Ja, 2 Tage, 2 Wochen, 2 Monate zeigt das immer an. Genau. Für die, die gerade jemanden kennengelernt haben oder gerade oder kurz davor sind, dieser Mann denkt an euch, der ist im Rückzug, der hat, vielleicht wenn ihr ihn schon kennt, dass der sich einfach Gedanken macht über seine Gefühle. Also dürft ihr es nicht vergessen, nur weil ihr sagt, oh mein Gott, diese Gefühle sind so stark und ich weiß nicht damit umzugehen und was mache ich damit? Eurem Gegenüber geht es ja genauso. Der hat ja auch Gefühle, der fühlt das genauso. Und der ist vielleicht ganz genauso wie ihr, verunsichert über das Ganze. Vielleicht sagt er auch, ich habe sowas noch nie erlebt. Ja? Und das ist was, wo ich sagen muss, jetzt hatte ich gerade den Namen Claudia. Claudia, ich habe sowas noch nicht erlebt. Also, liebe Claudia, solltest du da zuhören? Er hat das noch nicht erlebt, sowas. Also, ich muss euch jetzt sagen, das ist speziell. Ich habe normalerweise keine Namen, denn für mich und für das, also sage mal, für Gott, für diese geistige Welt gibt es keine Namen. Es gibt nur Energien. Das ist eine Erfindung der Menschen. Und ich habe auch ganz große Probleme, mir Namen zu merken. Und das ist jetzt hier ein absolutes Highlight, dass ich einen Namen gesagt habe. Ja, also gut. Ich bin gespannt, ob sich hier eine meldet. Also wenn du dich angesprochen fühlst, dann freue ich mich auf einen Kommentar. Und ja, wird sich zeigen, wie sich's weiterentwickelt. Jetzt habe ich natürlich den Faden verloren, weil ich ja sowas noch gar nicht hatte. Jetzt muss ich erstmal wieder schauen. Für die, die in der Partnerschaft sind, da gab es einfach Momente des Rückzugs und er kommt jetzt wieder auf euch zu. Die vergangenen Partnerschaften haben wir gerade schon und die neuen, also da ist jetzt wirklich die Verbindung, also den zieht es die Schuhe weg. Seht ihr das? Der ist barfuß. Die zieht die Füße weg. Der hat ganz intensive Gefühle für dich. Du hast gute, sehr, sehr starke Gefühle für ihn.
und ihr kommuniziert nonverbal. Also das ist auch, also das ist wirklich hier dieses hier. Ich denke gerade an dich. Der ist irgendwo, er denkt an dich und in dem Moment denkst du an ihn. Ja. Oder andersrum, du denkst an ihn und er bekommt es mit und sagt, oh mein Gott, was ist das für eine Traummaus? Mein Gott, hilf mir, dass ich den richtigen Weg gehe, dass ich die richtigen Schritte gehe, dass ich die richtigen Worte im richtigen Moment finde, dass ich auch körperlich im richtigen Moment richtig agiere. Das heißt, sie ihn dann in den Arm zu nehmen, wenn es auch wirklich passt, ja. Und manchmal ist man dann so zappelig und so nervös und weiß nicht, wie man sich richtig verhalten soll, dass man dann jemanden in den Arm nimmt, obwohl es jetzt gerade von der Situation her nicht passt, ja. Dass man auf einmal lacht, obwohl das jetzt eigentlich nicht zum Lachen ist. Ja, wisst, was ich meine. Und je älter man wird, desto weniger ist die Situation normalerweise, wenn man ein bisschen routinierter ist, auch mit seinen eigenen Gefühlen. Aber das hier ist eine komplett neue Situation. Und wenn du 80 bist, ja, dann wirst du sagen, so, schön, dass ich das auch noch erleben darf, ja. Also das ist eine Situation für egal welchem Alter du bist, das ist was ganz Besonderes. Und ihr habt beide dieselben Themen, ja, ihr habt beide das Gefühl, tiefe Liebe, tiefe Verbundenheit, aber ihr wisst nicht damit umzugehen so richtig, ja. Und da kann ich nur sagen, miteinander kommunizieren. Da manchmal reicht es dann einfach nicht, wenn man das sagt nonverbal, sondern manchmal muss man auch wirklich das Wort ergreifen, also wortwörtlich oder auch per Nachricht, ja. Briefe werden ja selten verschickt, aber das wäre ja auch mal eine süße Idee. Aber wisst ihr ja, man kommuniziert ja meistens mittlerweile mit WhatsApp, Telegram oder dergleichen. Ich weiß gar nicht, da gibt es noch so ein paar Portale, aber ich bin da nicht so fit drinnen. Gut. Entschuldigung. Also, was soll ich mehr dazu sagen? Ich wollte einfach nochmal zusätzliche Informationen haben zu diesem Mann, aber das mache ich jetzt anders. Ah, schaut mal. Das kommt jetzt alles ganz plötzlich. Das ganze Thema wird jetzt plötzlich auf den Tisch kommen. Also, plötzlich einen neuen Mann kennenlernen. Plötzlich diese Gefühle, diese Impulse, plötzlich der Ex wieder zurückkommen. Ja, die Nachrichten, dass der wieder Interesse an dir hat, immer noch Interesse. Also gar nicht wieder, sondern immer noch. Er hat gar nicht aufgehört, dich zu lieben. Wenn du sagst, nein, oh, mein Ex und der hat schon, keine Ahnung, tausendmal gesagt, er liebt mich nicht mehr oder so, dann ist es nicht, bist du nicht dabei, sondern dieser Mann. Der hat dich die ganze Zeit im Herzen, der liebt dich die ganze Zeit. Und das weißt du, du spürst es. Dann bist du die angesagt ist. Also ganz für die Singles, bitte nicht verzweifeln. Das kommt jetzt alles ganz flott, die jetzt hier in dieser Gruppe mit dabei sind, ja, für die das jetzt gilt. Und die da gerade in so einer, oh, was ist jetzt da los? Das wird sich ganz schnell, wird sich das klären. Da die Blockaden, seht ihr das? Die Blockaden gehen raus. Ihr werdet einen Weg finden. Ihr werdet einen Weg finden zusammen. Ja? Und das wird auch nach außen dann so gelebt. Also es ist jetzt nicht hü hot, dann haben wir was abgesprochen, haben uns für einen Weg entschieden und dann ist es wieder anders, sondern nein, ihr werdet miteinander sprechen. Die Blockaden, über die Blockaden, die ihr habt, über die Ängste, über die Sorgen und über eure Unsicherheit. Ihr werdet einen Weg finden und der wird dann auch so nach außen gelebt. Ja, da kommt die Nachricht wieder rein. So, jetzt höre ich auf, weil sonst habe ich hier eine Doppel- und Dreifachlegung für euch. Ich wollte hier noch einmal schauen mit den putzigen kleinen Karten. Lieber Gott. Ich möchte nochmal Zusatzinformationen zu dem Mann. Gibt es noch weitere Informationen zu dem Mann? Bitte um einen Stopp. Okay. Ich hier, Mädels oder Jungs, je nachdem, dreht es euch um.
Das sind die Informationen von dem Mann an euch hier. Er will das verankern. Er will, hier kommt, das müsst ihr sehen, ihr müsst das sehen. Er will die Liebe mit euch verankern. Die Zweifel dürften gehen. Wenn ihr jetzt wüsstet, was ich gerade spüre, ich bin gerade am ganzen Körper am Zittern und mein Herz schmerzt, also dieses Herzchakra geht auf und schmerzt, weil es so intensiv ist, was ich gerade spüre. Und ich würde es euch so von Herzen wünschen und gönnen, dass ihr so ein Gefühl haben werdet. Das ist hier eine Herzöffnungsgeschichte. Wenn ihr sagt, ja, liebe Daniela, ich habe mich jetzt seit Jahren, Jahrzehnten zurückgezogen und ein wunderschön, mein Herz wunderschön eingesäumt mit meterhohen Mauern, das wird jetzt einstürzen. Und zwar, wie war das hier? Plötzlich, ja, ganz schnell. Das passiert von jetzt auf gleich in Sekunden. Oh, ich bin am Zittern. Sieht man das? Ich hoffe nicht. Ich bin am ganzen Körper am Zittern. Das sind so Hammergefühle. Oh mein Gott, ist das schön. Also, der will was Stabiles, was Festes. Der hat das total verstanden, was da gerade läuft, ja? Der hat nur Angst. Der hat Angst. Der hat Angst, Fehler zu machen. Der weiß nicht, wie er mit euch kommunizieren soll. Und der hat Angst vor diesen Gefühlen. Es gibt Menschen, die vor lauter Gefühle den Rückzug antreten. Die hier stiften gehen, hier. Ja? Das ist aber nicht, weil sie mit dir nichts zu tun haben wollen, weil sie nichts für dich empfinden. Nein. Die haben Angst vor ihrer eigenen Courage. Aber hier, das zeigt mir, dass er diese Angst in den Griff bekommt, ja. Andersrum auch, gell? Auch von deiner Seite kann es sein, dass du Angst bekommst und hier einen Rückzug antrittst. Aber der fängt dich dann schon wieder ein im richtigen Moment, ja. Der sagt dann, du, also, weißt du, ist ja ganz toll, was du da machst, aber es wäre schön, wenn du jetzt wieder zurückkommst, ja. Hier, ich möchte hier die große Liebe mit dir leben. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und hier die Treue, die Freundschaft. Also bei manchen ist es sogar ein Freund, ein guter Freund, der jetzt hier sich offenbart, wo sich jetzt hier auf einmal was entwickelt und was verändert. Eure Partnerschaft, eure Freundschaft verändert sich. Kennt ihr dieses Lied tausendmal berührt? Ja, sowas. So eine Geschichte. Hört es euch an, das Lied, wenn ihr es noch nicht kennt. Ja? Tausendmal ist nichts passiert. Ja. Nie hätte ich gedacht, dass du der Schlüssel dazu bist zu meinen Problemen. Hier, also bei manchen von euch ist das ein bester Freund. Ein stabiler Freund schon seit längerer Zeit, ja? Und da kommt auf einmal die Herzöffnung. Zack, puh, explosionsartig kommt gerade durch, ja? Explosionsartig, ein explosionsartiger Aha-Effekt und die Herzen fangen an zu verschmilzen und in Einklang zu schlagen. Mein Gott, was ist das für eine Legung hier? Ja, ich liebe dich, ich will die Verbindung, ich will dich heiraten. Das will ich haben. Das habe ich mir mein ganzes Leben lang gewünscht. Und ich will das jetzt haben. Und ich möchte nicht, dass du davonläufst. Und ja, ich hab die Hose gestrichen voll, kommt gerade durch. Ich hab Angst, ich habe richtig Angst. Aber ich habe Angst vor meinen Gefühlen, vor dieser Größe. Und ich habe Angst, dass ich was Falsches mache. Denn ich möchte mit dir zusammen die Verbindung, eine starke Verbindung, ja, diese Verbindlichkeit. Das möchte ich mit dir leben. Du bist meine Seelengefährtin. Ich habe immer sowas gewünscht. Und jetzt bist du da. Und ich hätte nie damit gerechnet, dass mir meine Füße so, dass ich so
wie ein Kind, ja, also da so unsicher wie bei der ersten Liebe, ja, oh, wie der erste Kuss, mache ich das alles richtig? Oder sapper ich ihn jetzt zu? Was sind denn das heute für Energien? Ich bekomme hier Dinge durch. Mal gerade gucken hier. Also das ist ja schon speziell. Also das ist jetzt hier eine, also ich habe immer gute Legungen, aber die ist jetzt schon sehr speziell. Also Mädels, soll ich dazu sagen, hier, die Nachrichten kommen auf euch zu. Mädels, Jungs, ihr habt auch ein paar Jungs hier, ich weiß das schon. Ich finde das toll, dass ihr auch dabei seid. Dreht es euch um, gell, ihr wisst das ja eh schon. Also hier. Hier kommen Nachrichten rein. Und das sollte ich auch dazu sagen. Die eine oder andere Person ist auch vielleicht die Person, die die Nachricht überbringt. Also wenn ihr sagt, da kommt irgendeine Situation auf euch zu und auf einmal platzt es aus euch heraus, das Wort hier, dieser Satz, ich liebe dich, oder irgendwie von wegen, mein Gott, meine Gefühle, ich weiß gerade nicht wohin, oder irgendwie sowas in die Richtung platzt euch raus, ja, dann seid ihr die über Bringerin oder diejenige, die das Wort ergreift. Ich meine, da kommt dann sofort dann auch eine entsprechende Antwort zurück, ja, auf die eine oder andere Art und Weise, ja, das macht ja jeder anders. Aber denkt dran, es ist jetzt soweit, es kommt jetzt in Schwung. Für die, die so uns, ah, das machen wir mal so, das war ja dieses plötzlich, gell, ganz schnell. Ich soll auch noch sagen, weil ich das jetzt gerade wieder sehe, kam das gerade noch mal durch. Für die einen oder anderen ist das jetzt ein richtig schmerzhafter Prozess. Denn wenn du Jahre, Jahrzehnte lang dein Herz in Ketten gelegt hast, sage ich jetzt mal, und die sprengt und das Herz auf einmal von ganz klein sich öffnen kann, ja, dann ist das ein schmerzhafter Prozess. Könnt ihr euch so vorstellen, ihr sitzt im Schneidersitz, ja, und dann ist schon gefühlt alles eingeschlafen und dann steht ihr auf und dann dehnt ihr euch und dann tut euch der ganze Körper weh. So ungefähr. Und das ist für einige von euch, nicht für alle, aber es kam halt jetzt gerade durch, deswegen sage ich es, ein schmerzhafter Prozess. Also dieses schmerzhaft Süße, ja. Was für eine Legung, was für eine Legung. Ich nehme jetzt noch einen Seelenpartner-Orakel dazu und schaue, ob da noch eine Information kommt, lieber Gott. Gibt es noch vom Seelenpartner-Orakel eine Zusatzinformation, eine Zusatzbotschaft für meine Lieben, die sich das gerade anschauen und denen das Herz gerade aufgeht? Oh, ist das schön, ne? Was ist da los? Komme ich keine Nachricht mehr? Doch, hier ist sie, da ist sie, habt ihr es gesehen? Ja. So, da ist sie. Also, da bin ich mal gespannt. Oh, wähle die Liebe. Du hast immer die Wahl, was du tun sollst. Wähle die Liebe. Also hier, meine ganzen Angsthasis da draußen. Rückzug ist nicht immer der richtige, ja? Weg. Also ich habe gerade das Gefühl, das ist so wie ein bisschen bei mir. Ich bin auch jemand, die gerne mal dann den Rückzug antritt. Ja? Es ist nicht angesagt. Wähle die Liebe. Na? Klar hast du die Wahl. Natürlich kannst du hier wieder auf Angsthasi machen und davon hoppeln. Das ist schon klar. Aber dann wirst du was ganz Tolles, Großartiges und Wundervolles und eine Wunscherfüllung quasi. Ja, verpassen und das wäre ja schade, ne? Ja. Ich finde, es ist alles gesagt. Ich gehe jetzt dann gleich mal eine Runde, große Runde mit meiner Bella, mit meinem Hund spazieren und muss diese Energien erstmal in die Welt hinauslassen, weil ich möchte, dass ganz, ganz viele Menschen diese Erfahrungen machen dürfen. Und ich finde, das ist einfach eine ganz, ganz großartige Energie. Und diese Balance, wenn ihr das haltet, ja, dass ihr euch nicht zu sehr verliert, dass ihr immer versucht, ein Stück weit eure Bodenhaftung zu behalten und nicht hier, ja, Wolke 7
und dann wieder zurückfallt, sondern dass ihr wirklich ein gewisses Level haltet, ja. Lasst euch ruhig mal reinfallen in dieses wundervolle Gefühl. Dafür ist es ja da, um es gelebt und gefühlt zu werden. Aber bleibt euch, ja, bleibt nicht zu lange in diesem Gefühl, sondern immer mal wieder ein Stückchen wieder raus aus diesem Gefühl und sagen, okay, lass uns das Ganze noch mal ein bisschen von anderen Seiten betrachten, ja, damit ihr nicht in ein Feuer kommt, das dann alles verbrennt und dann erlischt. Das wäre nämlich super, super schade. Aber ich bin mir sicher, ihr bekommt das hin. Und das sind nämlich hier die mit dem Glück und allem. Und ihr kommt dann erst in eine tolle Energie hinein. Besser geht's gar nicht. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Wenn dem so war, bitte ich euch, dass ihr ein Like da lasst, damit der Kanal weiter wachsen kann. Ich freue mich immer über eure liebevollen Kommentare, auch wenn ihr sagt, oh Daniela, da und da resoniere ich, das und das Thema habe ich. Ich freue mich da total, wenn ich sehe, dass ihr da wirklich ja bei mir mit in meiner Energie so mit dabei seid, ja, dass ihr da in dieser Gruppe mit dabei seid. Und ja, wenn ihr mich weiterhin sehen wollt, meine Legungen, mich verfolgen wollt, dann lasst doch ein Abo da, ein kostenloses, also einfach da draufklicken und klingelt die Glocke, dann seht ihr sofort, wenn ich wieder was Neues eingestellt habe. So, ich wünsche euch von ganzem Herzen alles Liebe und Gute für euch. Habt eine schöne Zeit und genießt sie. Genießt sie. For a health, for energy, eure Daniela.